Immer dieses lästige Bananenstecker montieren. Ne? Wenn man dann mit dem Schraubenzieher abrutscht, tut es auch noch weh. Habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Aber Simon, warum verletzt du dich denn und warum machst du es dir so schwer? Gibt's da was anderes? Wir haben doch jetzt unsere Speakersnap. Kabel abisolieren. Hebelchen auf. Kurz verdrillen. Stecker rein. Das ist ja geil. Zu. Speakersnap. Jetzt bei Grobi. Ja, herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkinokanal. Wir haben Februar 2024 und es gibt einen neuen Laser-TV-Projektor oder Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Er kommt aus dem Hause BenQ und BenQ ist jetzt nicht ganz unbekannte Firma, denn BenQ ist ja sicherlich extrem erfolgreich im Bereich der sogenannten Gaming-Monitore, also Spielemonitore, aber auch im sogenannten Business-Bereich ist man sehr, sehr erfolgreich mit einer großen Produktpalette. Und dazu gehören dann natürlich auch Projektoren. Und auch dort war immer wieder der Fokus für den privaten Einsatz. Und eins der wirklich erfolgreichsten Geräte in den letzten 12 Monaten in unserem Programm ist tatsächlich hier der 4000er. Der 4000er ist ein Frontprojektor, der ja unter anderem die Besonderheit hat, dass er mit LED-Technik arbeitet. Und hier hat man es geschafft, ein wirklich sehr lichtstarkes Gerät hinzubekommen mit einem hervorragenden Farbspektrum, sodass wir auch das Thema 4K, HDR mit den richtigen Farben sehr, sehr gut darstellen können. Der einzige kleine Nachteil ist für alle die jetzt wirklich Interesse an diesem sehr robusten Gerät auch haben. Man muss schon genau schauen, ob die Aufstellung passt, weil er ist jetzt nicht der flexibelste von der Aufstellung aufgrund seines Zoom-Bereichs. Er ist eher mehr was für den, ich sag mal, nahen Bereich. Also jemand, der aus einer Entfernung von 6, 7 Meter vielleicht ein Bild von 2 Meter erreichen möchte, das klappt nicht. Deshalb schaut bitte vorher einmal kurz in unsere Datenblätter hinein oder schaut euch das Video dazu an. Und dann kann es gut sein, dass ihr einen Freund fürs Leben habt, nämlich hier den 4000er. Aber wir wollen ja über Laser-TV reden. Und Laser-TV heißt jetzt ganz konkret, wir reden jetzt hier über die Projektoren, die man aus einer ganz kurzen Distanz auf die Leinwand projizieren lassen kann und die somit tatsächlich für viele unserer Kunden in den letzten 2, 2,5 Jahren eine Alternative zum Fernseher geworden sind und auch die Möglichkeit bieten, ein großes Bild ohne Beamer an der Decke hinzubekommen. Also eigentlich das Beste aus zwei Welten. Das Gerät hier, der 6000er, war eben so der erste Einstieg. Das ist ein Projektor, den es damals sogar in 2 verschiedenen Farben gab. Hier oben öffnete sich der Deckel, die Optik kam zum Vorschein. Grundsätzlich ein sehr gutes Gerät mit sehr interessanten Eigenschaften. Er war nur leider für manche Kunden, wenn man doch sehr nah dran saß, ein bisschen zu laut. Das ist das Einzige eigentlich gewesen, wo wir immer wieder mal so kritisches Nachfragen hatten oder Reaktionen. Das war sehr bedauerlich, denn die inneren Werte, die waren zu diesem Zeitpunkt schon mehr als beeindruckend. Ich tue ihn mal zur Seite und dann haben wir jetzt das neue Flaggschiff. Und man hat im wahrsten Sinne des Wortes gesehen, Flaggschiff passt ganz gut, weil das ist schon ein ganz schöner Oschi. Er hat ungefähr die Abmessung auch eines Epson Ultra-Kurzdistanz-Projektors, aber man hat das nicht ohne Grund gemacht, dass man hier ein etwas größeres Gehäuse gemacht hat. Man hat es allerdings auch, und jetzt geht es schon mal ins Detail, was die Optik angeht, man ist hier tatsächlich bei BenQ auch mal einen etwas anderen Weg gegangen. Nicht einfach ein simples, schnödes Kunststoffgehäuse, sondern wir haben tatsächlich ein Gehäuse, das hat einen gewissen Lederlook, also eine gewisse Lederstruktur können wir sehen. Ich werde mal ein, zwei Bilder einblenden, damit man es noch was besser sehen kann. Und wir haben hier vorne auch eine sehr, sehr elegante Form der Soundbar. Ne? Also das ist so etwas geschwungen, das kommt so ein bisschen raus von der Wölbung her. Denn hier wird mit einem sogenannten Trivolo-System gearbeitet. Das Audiosystem ist aus dem Hause BenQ und das verspricht auf dem Papier schon einiges. Und ich kann euch sagen, man wird nicht enttäuscht. Also da ist nichts blechern, sondern hier kommt schon wirklich ein sehr guter Klang raus, sodass man manchmal schon das Gefühl hätte, hier ist irgendwo noch ein Subwoofer versteckt, was aber nicht der Fall ist. Also das ist schon ganz interessant. Ich werde mal die Abmessung einblenden, als aber auch mal eben live messen. Wir kommen tatsächlich auf eine Breite von ungefähr 76 cm. Wir kommen auf eine Tiefe von Pi mal Daumen circa 35 cm. Und wir kommen auf eine Höhe, man beachte die goldenen Füße, von ungefähr 16 cm.
Das ist also in der Breite sicherlich etwas mehr, als wir es sonst üblicherweise kennen. Aber ansonsten, was Höhe angeht und was die Tiefe angeht, ist es ja eigentlich schon wiederum fast einer der kompakteren, gerade wenn es um die Tiefe geht. Darüber hinaus haben wir eine Optik hier vorne eingebaut, die entspricht weitestgehend all den entsprechenden Laser-TV-Projektoren, die wir aus dem Markt kennen. Das ist eine 0,25er Optik. Bedeutet, wenn ich da mal die 2,21 Meter Bildbreite wünsche, dann steht der Projektor circa hier die Kante, die also zu mir ins Publikum reinragt. Das wäre also jetzt in dem Fall konkret diese hier. So muss er ja aufgestellt werden. Hier ist die Soundbar. Dann ist der ungefähr 60 cm insgesamt zur Leinwand entfernt bei einer Breite von 2,21 Meter. Für alle die sagen, oh, was für ein Mist, mein Möbel ist ja nur 50, wie kriege ich das hin? Ja gut, das eine ist, man zieht das Möbel ein bisschen von der Wand weg, das wäre die eine Variante. Und die andere Variante, wir haben ja mittlerweile automatisch ausfahrbare kleine Art Schubladen, wo der draufgestellt werden kann und dann hole ich mir die 10 cm im Bedarfsfall und wenn ich es nicht benötige, weil das Gerät ausgeschaltet wird, fährt er wieder näher ran und ist somit voll auf der Fläche des entsprechenden Lowboards installiert. Was noch auffällt ist, wir haben hier neben der klassischen Optik und hier sind so Sensoren, die also erkennen, dass wenn ich mich oder die Katze oder die Kinder sich zu nah an das Gerät im laufenden Betrieb halten, dass der ausschaltet, der Projektor, also das Laserlicht ausgeschaltet wird. Wir haben tatsächlich hier noch eine kleine Kamera. Das fällt auf, weil kennt man nicht, ne? Und was macht die Kamera? Die Kamera wird nachher die Ausrichtung des Bildes noch mal ein bisschen unterstützen. Das heißt also, man wird also mit der Kamera wird das Bild geprüft, wie das jetzt projiziert wird. Und ist es etwas außerhalb der entsprechenden Bildbereichs der Leinwand, dann skaliert er das entsprechend so, dass wir das Bild sauber auf die Leinwand bekommen. Ist sicherlich eine interessante Hilfe. Funktioniert auch ziemlich gut. Nichtsdestotrotz kann man manuell immer noch was nachkorrigieren, sollte man das nicht über die mechanische, das heißt über die Bewegung des Projektors ausrichten können, die optimale Bildbreite und Höhe auf der Leinwand, sondern noch ein bisschen digital nachfassen wollen, dann kann man das digital machen, zeige ich nachher auch. Ja, ansonsten ist der übliche Aufbau der, man hat auf der Rückseite die Anschlüsse und hier haben wir noch eine kleine Besonderheit. Wir haben keinen Netzwerkanschluss, sondern hier wird das Internet nur rein über WLAN reingeholt. Dafür haben wir aber hier drei HDMI-Eingänge und tatsächlich der dritte HDMI-Eingang, der hier im Speziellen, ist einer, der 4K 120 Hertz kann, die er intern mit 120 Hertz und Full HD dann wiedergeben kann. Das haben wir auch gecheckt, das funktioniert ziemlich gut. Generell gilt, dass wir hier zum Spielen also wirklich eine gute Unterstützung vorfinden, weil der sogenannte Input-Lag je nach Signalart echt ziemlich gut ist. Das ist auch gestern nochmal von uns gegengecheckt worden. Der Dennis hat nochmal unseren Mega-Testbildgenerator rausgeholt und kann das also bestätigen, was hier schwarz auf weiß, und ich habe es nochmal eingeblendet, entsprechend der Hersteller angekündigt hat. Ja, darüber hinaus haben wir noch einen USB-Anschluss, wir haben noch einen R232, einen Trigger haben wir auch noch, also insoweit das Übliche. Was dann auffällt ist, hier oben ist tatsächlich eine Aussparung, weil hier ist eine Klappe und dann sehen wir hier liegt tatsächlich ein, was ist es, ein Google Stick ist es. Das heißt, wir haben also hier die Möglichkeit, den beiliegenden Google Stick hier anzuschließen und somit ist dieses Gerät tatsächlich auch sofort Smart TV fähig. Das heißt, Netflix und Co. lässt grüßen, lassen sich natürlich dann sofort hier abrufen. Man nutzt also hier ein nicht ganz unbekanntes System. Wir haben ja im Wesentlichen drei, würde ich sagen. Einmal Apple TV, einmal das Amazon Fire Stick, die Lösung entsprechend, oder hier den Google Stick. Somit habe ich also hier wirklich eine große Bandbreite an Apps, die man installieren kann. So, bevor ich jetzt das Gerät einschalte und auch nochmal eben einige Funktionen zeige, wo wird er eingesetzt? Mit seinen 2.500 Lumen ist es sicherlich ein Projektor, den man hervorragend für 100 Zoll Leinwände einsetzen kann, egal ob das eine CLR oder eine ALR Leinwand ist. Das ist schon ordentlich. Wenn ich die 266 erreichen möchte, dann sollte man den Raum schon etwas abgedunkelter haben. Dann hat man da sicherlich auch ein weiterhin sehr kontrastreiches Bild. Was noch auffallend ist, der Projektor ist mehr oder weniger kalibriert ab Werk von Seiten BenQ. Das ist ja eine Technologie oder auch eine Eigenschaft, die schon seit längerem anbieten. Und ja, die Farben, die wir hier gemessen haben und auch das, was wir nachher vom Auge her sehen, ist verdammt gut. Und das ist auch vollkommen egal, ob ich jetzt hier auf die Full-HD-Wiedergabe gehe oder auf eine 4K-HDR-Wiedergabe gehe. Da ist farblich schon verdammt gut was gemacht worden. Und das zeigt sich also wirklich auch hier bei diesem BenQ-Gerät, dass das für jemanden, der wirklich auf ab Werk sehr gute Farbvoreinstellungen steht, dass das hier ein Gerät ist, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte.
Ja, ich würde sagen, ich baue die mal eben hier auf mein kleines Lowboard und dann schauen wir uns mal ein Bild ein und dann zeige ich euch mal so einige Punkte nochmal, die mir im Menü aufgefallen sind und wo ich sagen würde, wunderbar, dass wir das Gerät jetzt ab voraussichtlich März haben werden, 2024 und wir eine sehr gute, interessante Alternative haben zu den ganzen weiteren Modellen, die bis dato in unserem Programm sind. Ganz wichtiger Hinweis, den ich auf gar keinen Fall vergessen darf, diese Brille liegt nicht umsonst hier neben dem Projektor. Es ist tatsächlich eine DLP-Link-Brille und das bedeutet, dieser Projektor gehört zu den wenigen Laser-TV-Projektoren, die auch volles 3D unterstützen. Und 3D mit einem solchen Gerät macht echt Laune, weil ihr könnt euch hier hinsetzen, ihr macht keinen Schattenwurf, weil der Beamer ja nicht an der Decke hängt und habt hier wirklich das volle immersive Erlebnis, das volle 3D-Erlebnis. Also 3D mit DLP-Link, so heißt diese Technik, mit der man hier arbeiten muss. Wir haben diese Brillen ja bei uns im Angebot. Kann man also wunderbar mit dem Gerät hier nutzen. So, was habe ich gemacht? In der Zwischenzeit habe ich das Gerät mal eben aufgebaut, hier entsprechend reingesetzt und wir haben gesehen, ja, auch mit den anderen Modellen, beispielsweise von Hisense oder von Avol, haben wir den vergleichbaren Abstand. Ich habe das jetzt mal ein bisschen grob hier reingestellt, das gute Stück, um einfach mal die Funktion zu zeigen, was diese kleine Zusatzkamera da machen könnte. Ne, wenn, warum auch immer das Gerät nicht gerade ausgerichtet werden kann. Und ihr habt eben beispielsweise hier im schwarzen Cache, habe ich jetzt beispielsweise mein Bild schon drin und das wollen wir natürlich nicht, dann kann ich jetzt hier über die Fernbedienung in den entsprechenden Installationsbereich reingehen und sage ihm jetzt mal, wir machen eine Bildschirmanpassung und das bedeutet hier ganz klar, wir machen das jetzt mal elektronisch, automatisch anpassen, ne, drückt man die Taste, jetzt kommt ein entsprechendes Testbild, wir sehen immer noch, dass das Bild außerhalb der Leinwand ist. Und er prüft jetzt anhand der entsprechenden Testmuster, wie er sich jetzt einstellen kann. Dauert ein paar Sekunden und schwuppdiwupp ist das Bild entsprechend erfolgreich eingepasst. So, das haben wir jetzt hier also drin. Da sieht man das Ganze auch. Hat natürlich auch ganz klar zur Folge, dass ich jetzt die Leinwand nicht mehr ganz ausnutze. Das ist also, ich sag mal so, die Schnellanpassung, weil eigentlich geht es schon darum, dass wir natürlich das Gerät so mechanisch ausrichten, dass er sauber in die Leinwand in der Höhe und in der Breite reinpasst. Aber man hat hier eine sehr interessante Funktion, wenn man das Ganze mal eben schnell doch mal richtig mit, ich sag mal, parallel verlaufenden Seitenlinien sehen möchte. Funktioniert. Natürlich kann ich dann auch nochmal digital ein bisschen nachfassen, wenn ich es also nur ein bisschen was justieren muss und nicht großartig mit der Kamera arbeiten möchte. Auch das geht. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder den Augenschutz aktiviert. Das heißt, wenn ich zu nahe dran gehe, schaltet der sich entsprechend aus, der Projektor. Das ist eine Sicherheitsauflage, die wir hier haben und die man aber auch deaktivieren kann, wenn man meint, man hat sich unter Kontrolle und man geht nicht automatisch mal mit der Äuglein Richtung Laser und will mal gucken, wie hell ist denn so ein Gerät. Ja, das wird dann wahrscheinlich der letzte Blitz sein, den man gesehen hat. Danach ist erstmal schwarz. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal ins Menü rein, denn das Menü des Projektors kennen wir ehrlicherweise schon auch von den Menüs der anderen BenQ-Geräte. Und hier fällt eben unter anderem auf, wir haben eine ganze Menge sehr interessante Voreinstellungen, unter anderem auch den sogenannten Filmmaker-Modus. Das ist der Modus, wo alles, was an Bildtechnologien in den letzten Jahren entwickelt worden ist, wieder deaktiviert wird. Das pure, reine Filmbild, ja, was man hier aufrufen kann. Genauso gut haben wir aber dann auch noch mal so verschiedene Voreinstellungen wie Bright Cinema, wie Spiel. Das wird dann genommen, damit wir arm den kontrastreichsten und hellste Bild vielleicht haben, nicht ganz die Farbgenauigkeit, aber auch den schnellsten Signalverarbeitungsprozess. Und dann haben wir hier den Cinema-Modus, da erreichen wir eben dank der entsprechenden RGB-Lasertechnik, es ist kein Single, es ist ein RGB-Laser, erreichen wir dann auch den REC 709. Das sind also die Farben, die eben zur Verfügung stehen bei einer Full HD und die werden hier weitestgehend komplett auch aufgezeigt. Und natürlich kann ich, wenn es langweilig ist, auch in die Benutzermenüs reingehen, um dort entsprechende, ja, ich sag mal, verschiedene Einstellungen durchzuführen. Das lassen wir jetzt aber mal sein. Das ist dann eigentlich mal was für den Profi, wenn er meint, er müsste da noch ein bisschen was machen. Ich werde da jetzt gar nicht reingehen, sondern wir gehen in den Bildmodus, der jetzt hier in dem Fall, und wir haben eine Menge Licht noch in diesem Raum an Fenster, sind auch noch voll da. Und trotzdem mit der CLR-Leinwand sehen wir bereits schon ein sehr kontrastreiches Bild. So, gehen wir also nochmal auf meinen, nehmen wir den mal, den Cinema REC 709 Modus. Jetzt sieht man, das Bild ist noch ein Tick wärmer geworden, müsste über die Kamera, hoffe ich, auch ein bisschen was sichtbar geworden sein, minimal, sieht aber ziemlich cool aus. Okay, das sind also die wesentlichen Einstellungen. Die merkt er sich auch bei der Signalart. Das haben wir gestern schon mal durchgetestet. Ne, habe ich Full HD und ich habe diese Wahl, dann merkt er sich das. Dann gehe ich später in eine 4K-Quelle rein mit HDR beispielsweise. Dann merkt er sich auch die Einstellung, die ich dort vielleicht hätte. Ton.
Jo, wir haben das Trivolo-System, ist wirklich ein cooler Ton, den wir hier zur Verfügung haben. Aber natürlich kann ich extern natürlich auch Soundbars anschließen über HDMI. Ich kann auch mit Dolby Atmos dann den Ton übertragen auf eine vorhandene Anlage, die Atmos unterstützt. Das geht natürlich auch. Diese Soundbar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sicherlich auf jeden Fall vollkommen ausreichend für, vielleicht im Schlafzimmer, ne? Da gibt es ja auch den Trend hinzu, dass man solche Geräte installiert, da brauche ich keine separate Soundanlage, sondern das ist schon wirklich cool, was da entsprechend rauskommt und auch geht. Aber ansonsten habe ich natürlich die Möglichkeit, eben auch umzuschalten auf andere Tonwiedergabesysteme. Dann gibt es noch entsprechende Voreinstellungen, naja, da muss man manchmal... Es geht. Man kann es machen, aber man kann jetzt hier nicht irgendwie Riesenunterschiede nochmal erwarten. Allerdings habe ich einen kleinen, na, wie nennen wir den mal, Equalizer. Da könnte ich tatsächlich noch ein bisschen variieren, wenn auch da ich noch ein bisschen Spaß dran habe und kann das entsprechend nochmal einstellen. Also, das sind alles Sachen, die kennen wir tatsächlich von guten Projektoren oder in dem Fall Fernsehern, als auch den Projektoren, die BenQ bis dato schon auf den Markt gebracht haben mit integrierten Lautsprechern, Smart-TV-Funktion. Das ist alles dabei geblieben und das machen sie auch wirklich gut. So, in der Anzeige haben wir natürlich hier die automatische Quellensuche, können wir aktivieren. Wir haben ja drei Quellen, die wir insgesamt hier über HDMI nutzen können oder dann zusätzlich die Smart-TV-Funktion. Und dann haben wir eben hier unsere 3D-Variante, wo wir den 3D-Modus aktivieren können, der auch automatisch erkannt wird. Also hier ist wirklich Film reinlegen, sofort wird das 3D-Bild erkannt. Frame Adapt ist da das Stichwort. Ne, man sieht die beiden Bilder ganz schnell immer links, rechts abwechselnd dargestellt. Das würde er entsprechend schon sofort erkennen. Dann haben wir hier noch entsprechende Unterstützungen bei der HDMI-Verbindung. Wenn wir hohe Datenmengen übertragen, muss man eventuell schon mal da reingehen, auf erweitert einstellen, damit wir eben auch diese 120 Bilder mit übertragen können, etc. Also auch an da ist alles gedacht worden. Das sind schon Sachen, würde ich sagen, gibt es nicht überall. Und dann haben wir auch natürlich eine echte 24p-Wiedergabeeinstellung, die dann für die Puristen gedacht ist. Das heißt, also sie wollen dieses leichte Ruckeln haben. Ne, wenn das also nicht gewünscht ist, dann können wir generell natürlich hier in den erweiterten Farbeinstellungen, da muss ich nochmal zurück, nämlich da reingehen. Und da haben wir dann tatsächlich dann diesen sogenannten Cinema Master entsprechende Einstellungen. Dahinter verstecken sich dann noch verschiedene Bildparameter, die man nutzen kann. Der wichtigste ist sicherlich diese sogenannte Bewegungsverstärkung, also das heißt die Zwischenbildberechnung. Jeder Hersteller hat da ja einen anderen Namen. Ne? Motion Flow ist sicherlich ein sehr bekannter aus dem Hause Sony. Das kann man also hier entsprechend aktivieren. Und dann haben wir aber auch nochmal Einstellungen, da gehe ich auch nochmal drauf, die sind dann sehr interessant, wenn wir in das Thema 4K HDR gehen. Da kann ich dann tatsächlich je nach Signalart nochmal erstmal die Kontrastverbesserung nochmal erhöhen und ich habe eben auch nochmal eine Schärfenerhöhung. Und wenn ich gleich ein HDR-Signal draufpacke, mal gucken, ob wir eins finden, dann müsste noch ein, zwei Menüpunkte, glaube ich, mehr dabei sein. Gucken wir gleich mal rein. Aber die lokale Kontrastverbesserung ist auch nochmal eine Besonderheit aus dem Hause BenQ, dass tatsächlich es möglich ist, je nach Signal, also je nach Helligkeitsfläche in den Bereichen in dem Bild nochmal den Kontrast zu erhöhen, zu verstärken. Das ist eine ziemlich pfiffige Nummer, wie wir sie auch schon im 5000er kennengelernt haben, um einfach nochmal für mein Auge nochmal ein kontrastreicheres Bild zu bekommen. Das ist so eine Art Zonenansteuerung und das funktioniert in der Praxis so, dass man es eigentlich nicht bemerkt, außer dass man ein schöneres Bild im Gesamten dann hat. Also da kann man also nicht von wirklich Elementen reden, die vielleicht störend während des Filmeguckens plötzlich hell, dunkel und solche Sachen machen. Überhaupt nicht der Fall. Also das ist schon ein ziemlich leistungsfähiger Algorithmus, der dort im Hintergrund arbeitet. Gut, das waren die Anzeigeeinstellungen. Hier haben wir nochmal die Installation. Was gibt es hier nochmal entsprechend einzurichten? Da gehen wir nochmal rein. Der Augenschutz, den mache ich jetzt mal aus, weil jedes Mal, wenn ich nah rankomme, sieht man ja, geht das Ding aus. Jetzt bleibt er mal an. Ne? Dann haben wir noch bei den Lichtquelleninformationen sehen wir tatsächlich die verschiedenen Laufzeiten der Laserlichtquelle, die allerdings natürlich auch für gut 20.000 grundsätzlich erstmal geeignet ist. Aber sie unterscheidet nochmal zwischen dem normalen hellen Modus, dann ein so ein Öko-Modus, da geht es ein bisschen runter und dann haben wir noch einen Smart-Eco-Modus, der ein wenig variabel in der Helligkeit arbeitet, je nachdem, was wir also an Bildinhalt dort entsprechend drin haben.
So sieht das aus. So, Firmware können wir natürlich auch aktualisieren. Betriebseinstellungen, da gibt es noch so ein paar Hinweise, die man sich hier anzeigen lassen kann. Also im Wesentlichen ist hier alles Wichtige da. Und hier sehen wir dann tatsächlich mal auch immer wieder die Quelle. Ne? Also was kommt da gerade rein? Was für ein Signal hat, ist dort zu sehen? Das zeigt er mir auch an. Also alles in allem ist das ein Projektor, der eigentlich, bei dem man einmal ausgerichtet hat, sofort funktioniert, die richtigen Farben mir darstellt, weil er hat eine gewisse Kalibration im Werk erhalten für die entsprechenden Signalarten. Der sieht sehr elegant und sehr schick aus. Wie gesagt, diese leicht Lederoberfläche fühlt sich auch wirklich nett an und muss jetzt nicht unbedingt in den Möbel versteckt werden, sondern der hat ein sehr elegantes Design, ne, auch die entsprechenden goldenen Knöpfchen dazu. Wir lassen uns vielleicht noch was einfallen zum Thema Garantie zusätzlich, als aber auch vielleicht in dem Bereich der Leihgerät im Falle eines Falles. Ne, Service ist ja ein Riesenthema, ist mit BenQ aber super geklärt, läuft sehr gut. Toi, 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 haben wir so gut wie nichts. Aber wenn es ja was gibt, ist es immer ärgerlich. Und deshalb muss das, wie wir schon in einem ausführlichen Video gesagt haben, vorher geklärt werden. Und das haben wir jetzt getan, nicht wahr? So, das sind so die wesentlichen Sachen. Wir können ja noch mal eben gucken, wenn ich jetzt mal umschalte auf meine entsprechende Quelle. Auch übrigens kann man mit dem auch sprechen, ist ja logisch, ne? Wenn Google drin ist, wollen die natürlich auch mit mir auch reden. Wenn ich Lust habe, kann ich das machen, kann also da auch meinen Google entsprechend noch für steuern. Und ansonsten habe ich jetzt hier, wenn wir mal auf die, auf der 2 sind wir drauf, dann gucken wir mal, was mir da jetzt mein entsprechender Blu-ray-Player anzeigt. Das dürfte jetzt wahrscheinlich Avatar sein, der dort zu sehen ist. Und dann kann man also mit der Brille das synchronisieren. Wichtig ist der Punkt, man sollte keine externe Lichtquelle anhaben und wir sollten noch kein Tageslicht entsprechend reinlassen. Das sollte auch nicht der Fall sein. Ja, hier haben wir also unser 3D-Bild. Und dann kann ich auch bei 3D die Zwischenbildberechnung aktivieren. Das ist ja auch immer eine Frage, die schon mal gerne vorkommt. Ich kenne Frontprojektoren, wo das nicht geht. Hier ist auf jeden Fall dieses minimale Düpp-Düpp-Düpp zu reduzieren, weil es steht zur Verfügung. Ja, das kann man machen. Aber wir wollen jetzt kein 3D euch zeigen, weil das geht sowieso nicht mit meiner 2D-Kamera. Ne? Wir gehen mal kurz in Menüs rein und schauen mal, was wir sonst noch von der Einstellung haben bei 4K HDR. Da zeige ich mal eben einen wunderschönen Trailer. Den gucken wir uns mal an. Handshake ist schon eine Sache, die grundsätzlich immer ein bisschen braucht. Das merkt man also. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, als man es denkt. Aber das ist verdammt nochmal HDMI. Da sind wir leider nicht drin. Ne? So muss man es berücksichtigen. Ja, gehen wir mal in meine Demo rein. Gehen wir mal eben kurz in eine Szene rein mit einem Trailer. Nehmen wir mal den Passengers. Wunderbar. Startet sofort. Schärfe wird übrigens eingestellt, also der Fokus wird eingestellt elektronisch, da gibt es kein Rädchen. So, und dann haben wir unser Bild und wenn ich jetzt das mal eben anhalte, machen wir das mal hier, hier wird es angehalten, dann habe ich hier die Möglichkeit über mein Menü entsprechend hier in den HDMI-Modus reinzugehen. HDR10 wollen wir natürlich haben. So, da ist es, dauert ein paar Sekunden, schaltet eben kurz um. Das haben wir dann schon mal hier und dann habe ich hier nochmal bei der erweiterten Farbeinstellung die Möglichkeit, die HDR-Helligkeit, die fehlte mir nämlich vorhin bei dem Bild, was ich euch gezeigt habe, auch nochmal zu verändern. Der macht nämlich da eine sehr gute adaptive HDR-Ansteuerung als auch Wiedergabe und somit ist es also gerade auch bei Filmen, die vielleicht insgesamt etwas dunkel bei HDR erscheinen, kann man den Pegel also etwas anheben. Das sieht also ziemlich gut aus. Ja, also ich sag ganz ehrlich, bei 100, wie heißt das so schön, 100 Zoll, 2,21 Meter, sehe ich überhaupt kein Problem, egal unter welchen Bedingungen ihr mit dem Gerät arbeitet. Wenn es eine deutlich größere Leinwand sein sollte, dann müsstet ihr sicherlich den Raum etwas stärker abdunkeln, weil dann sind wir begrenzt mit unserer Maximallichtleistung, die Pi mal Daumen auch mit den richtigen Farben bei ca. 2500 Ansilumen liegen. So ist das. So, dann haben wir doch die wesentlichen Sachen. Also, es bleibt dabei, Laser-TV ist wirklich interessant für jeden, der das Interesse hat, einen Beamer zu nutzen als tageslichttaugliches Großbildgerät, wo keine Spiegelung, keine Reflexion euch jetzt zum einen mal stört und wo ich die Möglichkeit habe, eben tagsüber Fernsehen zu gucken. Und wenn es sein muss, und wenn man das, und das macht man eindeutig, ich hole mal eben mein Handy, dann könnt ihr natürlich auch unter ein echtes Heimkino-Erlebnis durchführen, weil ich natürlich dann in solchen Fällen, wenn da die gute Madame da zu sehen ist, dann mache ich natürlich auch das Licht mal ganz aus und dann sieht das Ganze natürlich schlagartig schon mal so aus und dann kann man auch die Rolllade runter machen und was nicht alles, dann habe ich wirklich einen mega Kontrast in Verbindung mit diesen Leinwänden. Das ist ja jetzt hier eine CLR-Leinwand und dann sehe ich hier in 4K HDR, dann sehe ich hier schon richtig tolles, großes Kino. So,
Wenn ihr neugierig geworden seid, setzt euch ins Auto, packt die ganze Familie ein und dann schaut euch das mal hier in unseren Räumlichkeiten an. Wir haben ja nun mal hier verschiedenste Szenarien, die wir extra für euch aufbauen können, damit ihr aus erster Hand mal sehen könnt, welches Gerät kommt vielleicht für euch am meisten gelegen und welche Leinwandgröße und welcher Sitzabstand. So sieht das Ganze in dem Fall aus. Das soll es gewesen sein. Also alle Informationen hier zu unserem BenQ und cooles Gerät, kann sich wirklich sehen lassen. Bis dann, ciao. Wir von Grobe TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei Grobe TV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Cars oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch.